Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Far Cry. Und jetzt springen wir auf den Elefanten drauf und können ihn reiten, tatsächlich. Hammergeil. Okay, jetzt sollen sie mal kommen. Los geht's. Mit einem eigenen Elefanten, das wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt ist endlich der erste Moment dazu. Wir können ihn komplett steuern, weil wir den Skill dazu gelernt haben. Lohnt sich auf alle Fälle, sich den Skill zu holen, falls ihr das Spiel selber spielt. Und in der letzten Folge haben wir diesen Fisch gefangen, diesen gemeinen. Das war eine richtig krasse Nummer mit dem Fisch. Alter, der hat mich ja voll aufgeregt. Und wie mich dann die anderen Fische noch angeknabbert haben, das war nicht gut. Aber das ist ja obercool jetzt hier mit dem Elefanten. Das ist ja obercool. Oh mein Gott, das erweitert das Gameplay doch schon. Jetzt können wir tatsächlich, jetzt hätte ich gerne die Third Person, also wirklich so von hinten in der Verfolgerperspektive. Ja, und ihr seht schon, was wir da Schönes ausgerüstet haben. Einen Granatwerfer haben wir jetzt auch seit der letzten Episode. Schön war das. So, dann gucken wir mal auf die Karte und gucken mal, wo wir mit unserem Elefanten hinreiten. Manchmal switcht das so ein bisschen komisch rum. Fähigkeiten. Können wir theoretisch auch einen Punkt investieren, liebe Freunde. Den hebe ich mir aber noch auf. Aus verständlichen Gründen. So, ne? Versteht er. Okay, ich zoome mal ein bisschen raus. Und schaue mal. Wir könnten jetzt theoretisch mal hier zum guten Herc. Da gibt es auch eine Geiselrettung. Übernimm eine Mission für Herc. Was auch immer da diese Mission ist. Eine Geiselrettung mit Elefanten ist genau das Richtige für heute. Das ist genau nach meinem Geschmack für diese Episode von Far Cry. Den lasse ich gerade mal in Ruhe. Der sieht so drollig aus. Ich weiß, wir müssen die auch noch erledigen für Beute. Aber unsere Beutetasche ist ja eh fast voll. Man soll ja keine Tiere töten, wenn man nicht unbedingt das braucht, was sie haben. Boah. Da haut der ab. Da haut der Leopard vor dem Elefanten ab. Habt ihr gesehen? Da traut er sich nicht ran. Das ist ja interessant zu sehen. Ja, vor so einem Elefanten hätte ich halt auch Angst. Mega geil. Ja, und Elefanten sind wir ja auch in Nepal geritten. Da habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich ja so ein bisschen von Nepal einfließen lasse. Bisher habe ich es ja immer nur so kurz gemacht. Aber während ich hier auf dem Elefanten sitze, erinnert mich das doch an Chitwan an der indischen Grenze, wo wir dann selber auf dem Elefanten saßen. Und ich hatte euch ja schon von Dodo aus Thailand erzählt, dem 5-jährigen Elefanten, mit dem ich mal in Thailand geritten bin. Ist ein komisches Gefühl. Auf dem einen bin ich halt ohne Sattel geritten. Das war schon eine ganz schön dreckige Angelegenheit, hatte ich ja auch beschrieben. Und auf dem anderen bin ich in so einem Gatter-Ding geritten. Also die hatten so einen Teil da oben drauf. Das machen die in Indien, glaube ich, so. Hauptsächlich, keine Ahnung, wahrscheinlich auch für die Touris. Aber es war eine sehr, sehr krasse Nummer und Elefanten sind unglaubliche Tiere. Ich finde es so erstaunlich, dass so ein Elefant einfach mal ganz easy unterwegs ist. Oh, hier müssten wir eigentlich runterklettern. Kommen wir da nicht irgendwie anders runter mit so einem Elefanten? Doch, stimmt irgendwie, oder? Ich würde ihn jetzt ungern verlassen. Was haben wir denn da im Wald? Na, Elefanten sind so große Tiere und sie sind trotzdem so sanft und gutmütig irgendwie. Und hören tatsächlich auf so einen kleinen Menschen. Das ist schon erstaunlich. Deckung, ein Adler. Die Adler können richtig gefährlich werden. Haben wir auch schon kennengelernt. Ich muss irgendwie herunterkommen. Ich will jetzt aber auch nicht den... Okay, die gehören zu uns. Nein! Ich habe meinen Kollegen aus Versehen getroffen. Sorry. Das war Friendly Fire. Ich hau lieber schnell ab, bevor irgendwas auffällt. Schnell weg hier aus der guten Stube. Ab auf die Straße und hier können wir weiterreiten. Auf zur nächsten Mission. Ah, wir können auch galoppieren, tatsächlich. Das ist ja heftig. Und so können wir das umstoßen, hier mit dem Rüssel. Um euch das mal zu zeigen, ein bisschen auch hier den Elefanten. Übergeil. Wie stark man sich da direkt vorkommt. Okay, hier wäre ein Gyrocopter. Jetzt müssen wir den Elefanten verlassen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen ihn doch mal Gefechtstauglichkeitstest machen. Aber hier sind wir auch in der Nähe unserer guten alten Missionsbasis. Pipapo. Oh, ich glaube, da ging es mit dem Gyrocopter weiter. Ich würde jetzt aber gerne noch wenigstens einen Kampf mit dem Elefanten absolvieren. Vielleicht sollten wir dann erstmal mit dem Elefanten zum Funkturm reiten. Denn ich weiß nicht, ob er hier bleibt, wenn wir jetzt die Mission da annehmen. Naja, komm, wir finden ja eh nochmal einen Elefanten. Dann werden wir das nochmal ein bisschen mehr zeigen. Ich mache jetzt mal die nächste Mission, weil wir stehen ja eh direkt hier. Komm, dann machen wir das jetzt einfach mal. Springen wir ab, ich hoffe, das ist in Ordnung für alle. Weil bevor wir hier 5 Jahre überlegen, haben wir es lieber schnell gemacht. Zack. Da ist er, unser Elefant. Den nenne ich auch Dodo. Alter, nein! Habt ihr etwa die Action verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavallerie, Mann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood.
Ich bin Herc. Ich habe von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann! Mein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Goldener Pfad, Homie! Super, Homie! Okay, adios, amigo! Mach's gut! Der Herc scheint nicht der hellste zu sein, aber ein lustiger Zeitgenosse, sehr wahrscheinlich. Hoffe ich doch sehr. Coop-Modus spielen, ja, können wir jetzt auch theoretisch Schützenhilfe, werde Freunde einladen. Und wie gesagt, Coop-Modus, kooperativen Modus werden wir sicher noch ausprobieren, aber nicht jetzt, just in diesem Moment. Schützenhilfenmarken brauchten wir eigentlich kaum bisher, die Schützenhilfe. Wir haben es auch mal so erledigt. Ich werde das auch immer noch vergessen, andauernd bestimmt mit der Schützenhilfe. Das werde ich sicherlich noch häufiger übersehen. So, jetzt ist unser Elefant weg. Jetzt, das ist manchmal strange. Der wäre gerade noch da, zack, ist er weg. Manche Sachen verschwinden einfach. Wie mit dem LKW. Wie der eine LKW. Da müssen wir jetzt wohl einen Gyrocopter. So, Herc haben wir kennengelernt. Und damit holen wir hier. Komm, wir holen den Glockenturm. Vielleicht können wir da oben landen. Hohoho. Niemals, Sarazza, niemals. Das kriegst du doch niemals hin. Doch, doch, ich schaffe das. Glaube ich dir nicht. Doch, doch. Ihr werdet sehen, ich bin der beste Gyrocopter-Pilot auf der ganzen Erde. Oh, ich wollte nur mal schießen probieren. Oh, da unten gegen ein kleines Lüftchen hat er geweht. Die Frage ist natürlich, ob wir da überhaupt drauf landen können, A. Und ob wir dann, wenn wir darauf gelandet sind, falls ich das tatsächlich hinkriegen sollte, da überhaupt runterkommen. Aber irgendwie ist es cool. Also der Gyrocopter, den kann ich mich anfreunden. Wir können nicht landen. Wir können hier nicht landen. Scheiße. Dann probiere ich jetzt was ganz Gewagtes. Jetzt probiere ich was ganz Gewagtes und Abgedrehtes, Freunde. Oh, kriege ich das da rein? Kriege ich das da rein? Komm schon, spring raus. Ja, yeah, es klappt, es klappt. Ich habe den mit dem Gyrocopter bin ich hier gelandet. Ein bisschen ultra geil. Es hat funktioniert. Ich bin direkt oben und kann das Ding abschalten. Mega geile Eroberung. Also das war auch mal wieder eine super coole Aktion. Ein witziger Einfall. Wenn wir jetzt noch in den Gyrocopter reinspringen können, dann ist Ultra, dann ist Level Ultra. Prabins Haus hätten wir da. Zudem Satishs Trauerkammer. Oder Satishs. Und der Tigerbau. Oh, hallo, kleiner Tigersmann. So, Freunde. Vielen Dank für euren Außenposten. Sagt bloß, ich komme da wieder rein. Das wäre overcool. Nee, komme ich, glaube ich, nicht, oder? Einmal springen und... Au, oh, da knall ich in den Rotor. Nee, nee, das wird nichts. Ich glaube, den können wir abschreiben. Der fährt da zwar die ganze Zeit weiter, aber der ist irgendwie... Kann ich den irgendwie so... Wenn ich jetzt hier... Ja, dann springe ich gegen den Rotor nachher. Glockenturm, Bruder. Bist fast so heiß drauf, Bagan verstummen zu lassen wie ich. Na egal. Ich glaube, wir müssen die Seilrutsche benutzen. Hier ist aber schon direkt der nächste. Oh, hier haben wir alles voll, hier haben wir alles voll. Sehr schön.
Na, das ist doch wunderbar. Ja, Auto oder Gyrocopter? Die Frage stellt sich gar nicht. Ach, wisst ihr, was ich auch noch machen wollte, nachdem wir jetzt so viele erfolgreiche Geschichten hingelegt haben? So. Nochmal steigen. Das macht ja so viel Spaß. Vielleicht hätte ich das wirklich mal im echten Leben machen sollen, Gyrocopter fliegen. Aber noch ist es ja nicht zu spät. Das ist so cool. So, einmal kurz auf die Karte blicken. Ich hoffe, der Gyrocopter fliegt da nicht weiter. Dann werde ich bekloppter. Hahaha. So, hier will ich hin. Ja, da muss ich hin zu dem Handelsposten. Ah, eine Schnellreise wäre eigentlich angebracht. Ja, weil wir müssen eh verkaufen, Freunde. Schade. Ist ja jetzt halt der Gyrocopter wieder weg. Aber wir müssen mal ein bisschen Kram loswerden. Ich habe wieder ein bisschen Stuff da und vielleicht können wir uns auch noch was Neues kaufen. Mal so ein bisschen die Ausrüstung gerade gegenchecken. Namaste, da bin ich wieder. Oh, Geiselrettung. Eine kleine Farm wurde angegriffen. Die Royal Army hat sie geplündert. Natürlich, ich wäre dabei. Ich würde das machen. Töte die Aufpasser und rette die Geiseln. Haben wir ja natürlich letztens noch gemacht. Wisst ihr was, da warte ich erstmal gerade ab. Nee, ich mache die Mission noch nicht. Obwohl so eine kleine Geiselrettung ist ja auch nicht das Schlechteste. Naja, erstmal jetzt hier checken. Die MP34, die M79 freigeschaltet, die Mark IV, Munition nachfüllen, kaufen und anpassen. Der Platz ist noch gesperrt. Wir haben jetzt diesen Seitenwaffenplatz für die Mark IV. Ja, komm. Vielleicht ist es ein Fehler, aber wir kriegen ja erst noch Plätze. Insofern können wir noch nicht so viele Waffen ausrüsten. Läufe haben wir auch noch keine. Farbe, können wir das ändern? Ach, wie cool. Das kostet aber alles extra, oder? Nee, das kostet gar nicht extra. Vintage. Die goldene Knarre finde ich cool. Welche findet ihr denn am coolsten? So, welche Farbe wäre eure? Ich mache mal alle gerade rein. Ah, da hat man sie gesehen. Silber finde ich eigentlich am nicesten, aber dann nehmen wir die Vintage-Nummer. Komm. Zack, eingepackt. Wird schön noch gerade ganz frisch besprüht hier in diesem Laden, in diesem kleinen Kleiderschrank. Munition nachfüllen, Sturmgewehr. Kriegen wir sogar noch ein bisschen Rabatt und wir können verkaufen und werden einfach mal alles los, was wir hier überhaben. So, und die müssen wir jetzt natürlich eigentlich auch noch abgeben. Beim guten Herren. Die Haut. Die gute Haut. So, einmal draufblicken. Jetzt frage ich mich, wo das war. Außenpostenmeister, das war hier vorne, ne? Ja, da ist es. Da müssen wir hin. Ah, hätten wir doch besser im Gyrocopter bleiben sollen. Wahrscheinlich haben wir jetzt... Doch, da ist auch einer umliegend. Da hinten ist ein Giro. Gironimo. Kann ich die Leiche plündern, auch wenn es eben mein alter Kollege ist? Oh, ich glaube, hier sind einige gestorben, ne? Ein Mixtape hat er dabei. Yeah, das Far Cry 4 Mixtape. Hört er eigentlich oft Musik beim Spielen? So andere Musik als vom Spiel? Und wenn ja, bei welchem Spiel macht ihr das? Und wenn ja, was für Musik? Ich habe das früher bei WoW viel gemacht. Weil man dann irgendwann die Game-Musik so oft gehört hat, dass sie einem irgendwie auf den Wecker ging. Und dann habe ich mir gedacht, nö, da machst du eigene Tracks rein. Und war eigentlich ziemlich geil. Da habe ich so ein bisschen Braveheart-Gedönse gemacht. Boah, krass. Seht ihr das da hinten, wie der Adler das Fieder wegschleppt? Wie krass ist das gemacht wieder mal, ey. Das Spiel ist so geil. Also ganz ehrlich, eins der coolsten bisher. So, ich komme. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu hoch kommen. Aber irgendwie will ich hier schon rüberkommen. So. Oh, shitty. Komm schon, beruhig dich, mein kleines Gerät. Oh, das ist wirklich eisig knapp. So, jetzt ein bisschen wieder fallen. Jetzt hat er keine Angst mehr. So, einmal biegen mit dem Ding rum. Ah, das macht so übelst Laune, den Gyrocopter zu fliegen. Ich weiß gar nicht, ob man das merkt. Dass ich hier völlig aus dem Häuschen bin und es total geil finde. Es kommen ja noch voll viele geile andere Sachen. Paragliding, Wingsuit und all sowas. Ach, guck mal, hier, kennen wir doch. Sind wir ja schon mal mit Giro gelandet. Ist ja noch gar nicht so lange her. Und was haben wir eigentlich da oben? Da können wir auf irgendeinen Berg klettern. Das würde mich ja theoretisch auch mal interessieren. Komm, das machen wir auch. Oh, scheiße. Ich habe übertrieben. Spring an. Boah.
ultra knapp. Also da komme ich nicht hoch. Ich wollte es einfach probieren, waghalsig wie ich bin. Na gut, dann landen wir jetzt hier. Aber das Ding ist geil. Wir sind noch nicht direkt explodiert oder so. Das war super alles. So, landen und absteigen. Klappt doch. Aber die Höhe, das ist wirklich so eine Sache. Hm. Habe ich den Kletterhaken dabei? Wohl, Moment mal kurz. Ich habe gehört, der Stadt der Schmerzen ist klar. Ab damit! Wo ist er denn? Nicht zu Hause. Na ja, dann klauen wir ihm jetzt die ganze Kohle, das hart verdiente Geld von der Fashion Week und basteln uns da selber was draus zusammen. Das sollen wir wahrscheinlich machen auch, aber ich wollte jetzt hier nochmal schauen, ob es hier vielleicht auch noch was gibt oder wir irgendwas abgeben können. Aber ist nicht so. Wurde aber auch so auch angekündigt am Anfang, weil dieses besondere Objekt von diesem Fisch, da können wir wahrscheinlich irgendwas richtig aufpimpen nachher, was ganz toll ist. Ich hoffe doch sehr. Ich weiß noch nicht genau was, aber vielleicht weiß das schon jemand in den Kommentaren, wofür dieses Drachenfischzeug gut ist. Boah! Von dir bleiben nur Stücke. Nein! Boah, das war sauknapp. Schnell rein damit. Wow. Alter Finne. Vorsicht, Entdeckung. Einmal nachladen, bitte. Doch, es wird. Seid ihr, oh, jetzt machen die sich über den Typen her. Ziegenhirten. Wow. Wow. Das war mal wieder eine Überraschung. Eine actionhaltige. Beutetasche schon wieder fast voll. Ich habe ja echt gar nichts passt da rein. Ich muss unbedingt die Beutetasche erweitern. Jetzt muss ich mal herausfinden, was ich dafür machen muss, weil das ist wirklich ätzend, dass ständig meine Beutetasche voll ist. Die Beutetasche. Was brauchen wir da? Samba-Fell. Okay, die muss ich mal jagen gehen. Sambas. Gucken wir doch mal auf der Karte gerade. Da muss ich ja gar nicht rausgehen, sondern hier rauf. Haben wir hier Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Das sind doch die, ne? Samba, da müsste ich hin. Bei Banapur, direkt umliegend. Eine kleine Schnellreise würde das tun. Weil hier kann ich jetzt eh... Doch, da kann ich doch hochklettern natürlich. Das mache ich auch noch. Das mache ich jetzt auch noch, bevor ich da irgendwie was anderes jetzt wieder mache. Mensch, man ist aber wirklich auch so schnell abgelenkt. Weil immer wieder irgendwas Neues passiert. Und dann ist man dort, dann ist man da. Dann ist man hin und her. Dann macht man jenes. Oh, da hoch. Interessante Nummer wird das. Ich springe mich da immer ein bisschen gerne ab. Das sieht voll cool aus. Also die haben schon echt in die Trickkiste gegriffen. Natürlich ist es Far Cry 3 ähnlich, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Finde ich persönlich, oder? Wie seht ihr das? Das ist ein anderes Setting, völlig anderes Game, eine völlig andere Aufgabe, die man hier vor sich hat. Obwohl ich ja gerne eigentlich... Ja, den Hauptcharakter von Far Cry 3, war der jetzt cool oder nicht, darüber lässt sich ja streiten. Aber, was ich dazu sagen will, ist, ich hätte auch gerne eine anknüpfende Geschichte gehabt. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber vielleicht auch ein bisschen abgedreht. So, und jetzt wird's interessant. Oh Gott. Nein! Wow! Alter! Was hatte ich für ein Glück. Da, kann ich mich festhaken. Komm schon, einmal hoch. Du schaffst es. Nein, ich bin abgerutscht. Du Scheiße. Ich habe viel zu spät gedrückt gerade. Ah, komm schon, du schaffst es doch, Sarazar. Nein, da ist der Kletterhaken. Du kriegst dich dran. Ist so nah. Ah, ich muss aufgeben. Ja, leider. Nee, ist auch nicht so schlimm, weil ich muss jetzt eh mal ein kleines Folgenpäuschen machen. Und wahrscheinlich werde ich da eh noch mal vorbei müssen in irgendeiner dieser kommenden Missionen. Naja, wie auch immer, ich wünsche euch noch einen super Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Far Cry 4. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen.